Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon New Pokémon Snap. So, wir erkunden mal ein wenig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben im Livestream schon ziemlich viel gespielt. Aber keine Sorge, auf einem anderen Spielstand. Ihr verpasst hier, wenn ihr nicht Twitch benutzt, gar nichts. So, jetzt wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Rita, übernimmst du die Erklärung? Natürlich. Das geht es mir nur so? Oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Aber egal. Ich bin schließlich deine Assistentin. Dann legen wir mal los. Ja, das ist ein Samtapfel. Eine Obstorte. Gute alte Obstorte. Die Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Auf den ersten Blick sieht er wie ein normaler Apfel aus. Aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Ja, die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Probier es doch gleich mal aus. Einige Pokémon werden aber darauf auch nicht reagieren, leider. Oh, ja, noch eine Erklärung. Natürlich. Wenn du einen Samtapfel werfen willst, ja, musst spät drücken. Alles klar. Pika? Siehst du? Es ist gekommen, um ihn zu essen. Jeder liebt einen kleinen Snack. Ja, ja, und jetzt... Ja, ja, ich kann so zielen. Es funktioniert wie bei der Kamera. Versuch es doch mal. Ich glaube. Ich überlege, warte mal, kann ich das hier noch. Nee. Nee, geht da doch nicht. Muss ich nochmal später machen. Achso, ich werde noch einen werfen, ne? Oh, sieht aus, als nur es erschreckt. Aber die tun nicht weh, keine Sorge. Wenn du einen weiteren werfen willst, muss etwas höher ziehen. Einen weiter werfen willst, ja, okay. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend alles. Alter, wie viel der ist. Manche Pokémon zeigen kein Interesse an Samtäpfeln. Das jetzt meinte ich schon. Okay, genug geübt. Behalte meine Tipps im Hinterkopf, okay? Ja, ja, okay, okay. So, ja, wir können jetzt Äpfel werfen mit B. Wenn wir sie weiter werfen wollen, müssen wir natürlich weiter nach oben zielen. Es ist relativ selbsterklärend. Einige Pokémon essen sie, andere nicht. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch in dieser einen Sache beschäftigt ist. Oh, ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung. Das möchte ich ja. Rita, red nicht so viel. Ich möchte Fotos machen. Bist du schon mit der Erklärung fertig? Danke, Rita. Es gibt noch etwas, das ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf Erkundungen miteinander kommunizieren würden. Ja, sagt euch Lentil Connect etwas? Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Ja, das ist ein Kommunikationsmittel, das hier in Lentil benutzt wird. Wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über Lentil Connect ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Oh, das ist ja voll praktisch. Die Lentil Connect-Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Sie werden dir sicher nützlich sein. Darf ich jetzt Fotos machen? Bitte. Okay, Erkundung. Oh yes. Please. Gut, da. Floreo Naturpark. So. Die Lentil Chroniken. In diesem Buch hat Captain Wins vor etwa 100 Jahren. Okay, alles klar. Was geht's? Ich kann jetzt richtig cool mit Äpfeln werfen. So, ich wollte noch was ausprobieren. Optionen. Kommt nämlich teilweise nicht so ganz. Ein. Vielleicht so. Videoanrufe, normal. Vielleicht so. Vielleicht steckt ja was Neues. Oh! No!
Nein, nochmal von vorne. Ich hab's verkackt. Strecke neu starten. Ja. Nochmal. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist die Bewegungssteuerung. Die möchte ich natürlich aushaben. Ich Doofi. So. Linker Stick. Vertikal. Beide Achsen. Zoom-Modus. Zeigergeschwindigkeit. Knopfbewegung. Okay. Es gibt auch verschiedene Steuerungstypen. Okay. Ich glaube, ich mache das jetzt hier so. Ah. Süß. Ja, mag einer von euch Äpfel? Du magst doch einen Apfel, oder? Wieso, Funk? No! Hm. Oh, der mag einen. Er isst ihn. Sehr gut, Wieso, Funk. Oh. So schön von vorne ist natürlich auch nice. Hey, mögt ihr Äpfel? Oh, oh! Oh Gott. Es ist so schwer, die mal von vorne zu erwischen. Komm mal ein bisschen her, warum Pilze reagieren nochmal so. Oh. Ich glaube, das Emolga habe ich echt gut fotografiert, wenn es noch von vorne gewesen wäre. Ich glaube, hier waren irgendwo noch mehr Emolgas. So ganz kriege ich das halt leider nicht hin. Hier muss man übrigens ja auch fotografieren, die Kristallblumen, ne? Das habe ich auch irgendwie voll vercheckt. So. Kommen wir noch Svaronas? Ah, da. Oh, da habe ich ein schönes Foto gemacht. Glaube ich. Ja. Pikulenten, guckt mal. Pikulentis. Oh, süß, es ist was. Oh, Menno. Chimpep, guck mal, ein Apfel. Guck mal. Oh, wie süß. Nein, Chimpep. Guck mal, hier. Oh, no. Oh Mann, ist er so spät. Oh, was? Hm? Hallo, Tangolas. Oh, bist du wütend? Nicht wütend sein, Tangolas. Tut mir leid. Ich überlege... Was machen denn die hier? Gucken die beiden dem jetzt hier zu, wie er da rumplatscht? Oh, oh. Ich glaube, warte mal, ich muss mal die Steuerung nochmal umdrehen. Ich komme irgendwie nicht so ganz mit der Steuerung doch klar. Ich mache die mal nochmal Standard. Oder beide Achsen Standard. Ich komm nicht ganz klar. Ah, nein, ich habe irgendwie so meine Probleme mit der Steuerung. Ich glaube, mach's doch lieber wieder so. Linker Stick, vertikale Achse im Wert hier. Sonst komme ich noch ganz durcheinander. Oh. Ich werf mal so ein paar Äpfel hier rein, in der Hoffnung, dass irgendjemand auf irgendwas... Komm, dreht euch mal zu mir. Oh, da ist ihn. Vogles. Floregles. Flogles, da. Oh, so schön. Oh. So. Ja. Oh, Webelan. Oh, Mann. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. Mann, ich bin, glaube ich, einfach zu langsam teilweise. Aber ich glaube, ich habe ein paar gute Fotos von Chimpep und Pichu erwischt. Hoffe ich.
Schauen mal. Okay, du scheinst dich schon gut auf der Strecke auszukennen. Schauen wir mal, wie gut, was ich für gute Fotos gemacht habe. Man kann übrigens mit Minus automatisch die Bilder schon auswählen. Oh, ich guck trotzdem mal, was ich kurz für Fotos gemacht habe. Oh, das Bild ist echt super. Ich wünschte, das hätte ich im Livestream so schön hinbekommen. Chimpap ist auch ganz nice. Ja? Krieg ich aber noch besser hin? Oh, mit der Blume. Voll süß. Das ist ein gutes Foto von Dotri? Das hier würde ich eher sagen, aber... Okay, der Algorithmus sagt, dass das hier besser ist. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Aber wenn wir dann natürlich auch gute Punkte kriegen. Okay, das soll gut sein. Ich habe auch so Probleme im Livestream. Also da habe ich es nicht hingekriegt, irgendwie so ein gutes Foto von Vivillon zu kriegen. Okay. Wampel habe ich mir jetzt aber auch nicht so Mühe gegeben bei Wampel. Weil er bietet es jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Correlay. Nein, ich hatte eben von hinten zu sehen. Das war von vorne schön gewesen. Hier macht es aber irgendwas Besonderes. Pikulente, wie es am Essen ist. Nom nom nom. Das ist ein schönes Bild, oder? Schön mittig. Noch ein weiteres mit Rauch. Nehmen wir das hier. Okay. Emolga. Oh, wieder noch von hinten. Ah, böse Zangolos. Das ist böse. Und eine Kristallblume haben wir auch noch fotografiert. Na gut. Los geht's. Schauen wir uns das mal an. Na, was hast du denn diesmal für Fotos geschossen? Ein Pichu also. Das ist ein Pichu. Das ist dein erstes Verstandebild von ihm. Ist auch cool, wenn man meine Phrase ist so ein bisschen im Weg. Ich gehe mal so ein bisschen weiter hoch. So vielleicht, dass man auch die Bilder sehen kann, die bewertet werden. Ja, Silber ist okay. Kriegt man bestimmt noch was Besseres hin, aber ich bin schon ganz begeistert. Chimpap. Oh. Es scheint sich für irgendwas zu interessieren. Na, immerhin. Oh, man. Dafür ist das erste Bild, finde ich, besser. Bisofunk. Mit 3 Sternen. Mit der Blume sieht es richtig schick aus. Gut gemacht. Okay, das. Okay, Blume ist quasi ein 3-Sterne-Bisofunk. Dotri gefällt mir gar nicht. Das ist aber interessant. Nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Findest du? Man sieht nicht mal die Köpfe. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut, aber okay. Ist das besser? Es ist größer, aber. Oh. Vivillon ist so schwer, gut zu fotografieren, finde ich. Ja, dann nehmen wir natürlich das Bessere. Ja, nee, das ist nicht gut. Schnell weiter. Ah, Emolga ist so schwierig. Nächstes hätten wir einen Emolga. Dieses Pokémon-Foto kann sich sehen lassen. Na, geht so, ne? Ist nicht mal von vorne. Dieses Verhalten ist nicht ungewöhnlich. Ja. Aber hey, ein Diamantfoto. Es ist halt eben auch schön von vorne zu sehen. Das ist doch auf jeden Fall besser. Komm, das ist ein 4000er. Auf jeden. Sehr schön. Oh, es frisst gerade was. Nicht schlecht. So süß. Kriegt man noch nie auch an irgendwie. So, Kurule. Nee, das andere ist einfach viel zu gut. Beste Timing. Macht anscheinend gerade irgendeinen coolen Move oder so. Aber nee, das andere ist einfach viel besser. So, ja, okay, das andere. Das ist das Speed jetzt ist super nice. So, Tangolos. Ah. Sogar fast ein 4000er. Aber auf jeden Fall haben wir einiges mehr Punkte jetzt. Oh, sieht man. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Kämpfe. Hier oben in die Mitte? Dass man irgendwas sieht. So. Dein Pokédex fühlt sich langsam. Denk dran, dass du hier nachschauen kannst, welche Sternfotos noch fehlen. Okay. Wollen wir im Album mal speichern? Haben wir noch ein paar schöne Fotos gemacht? Hm. Ich mag das hier ganz gerne. Und ich finde das hier süß. Oh, Pichu ist so cute. Und auf das Varonis-Bild bin ich ein wenig stolz. Nee, das reicht erstmal. Gehen wir mal zum Basiscamp.
Die Lentil-Region. Sie besteht aus vielen Inseln. Das stimmt. Gibt es hier was Neues im Basiscamp? Weiß es gerade gar nicht. Nicht können wir nochmal die Strecke bei Nacht machen. Anscheinend nicht. Okay, da erkunden wir die gleiche Strecke nochmal bei Nacht. Hoffe ich, dass das soweit ganz gut ist. Nacht. Wir haben nämlich jetzt auch bei das auf Level 2 schon. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir die Nachtstrecke auf Level 2 kriegen. Hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Um auch im Spiel weiterzukommen. Na, machen wir das nochmal. I love you. Er ist so cool. Warum ist er nur so cool? Sorry. Ich glaube, da haben wir ein gutes Foto gemacht. Ich glaube, da haben wir ein gutes Foto gemacht von Hoplo, Scorbunny und von Bisofunk. Wir haben übrigens im Livestream schon so Witze gemacht. Das ist der Butt Simulator. Weil das Spiel immer nur die Hintern, wenn ich ein Pokémon von hinten mit dem Po fotografiere, mal auswählt. Hoch? Das ist Tanko, das ist schlafend. Oh, habe ich es wütend gemacht? Hey, Tangolos. Lumi mag, ein Zuschauer von mir mag übrigens Tangolos nicht, weil es wie ein Wasser-Pokémon. Oh, es ist was. Oh, süß. Okay, aus der unnatürlichen Erhebung dringen Geräusche. Okay. Okay, eine Kristallblume haben wir jetzt auch nochmal Fotos gemacht. War eigentlich nicht noch hier ein Raupi da? Oh, Raupi. I'm sorry, ich habe keine guten Fotos von dir gemacht. Ich habe von Raupi keine guten Fotos gemacht. Und von den Kramwuchsen erst recht nicht. Da fliegt es davon. Schade. Das Bessere habe ich nicht hingekriegt. Schade. Ich dachte, ich probiere mal was aus. Chimpip und Peach, oh mein Gott. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst, dass sie da liegen und schlafen. Oh mein Gott, die sind so süß. Oh, du bist auch voll süß. So cute. Ich glaube, da hätte ich eher was werfen sollen. Oh, hallo Pinsir. Tut mir leid, Pinsir. Drehst du dich nochmal um zu mir? Hey, Pinsir. Dreh dich doch mal um. Oh, ich habe keinen Speicherplatz mehr. Oh nein. Oh, wird auch noch mal abgebrochen. Ich habe, glaube ich, so ein paar zu viele Fotos gemacht. Aber nur ein paar. So, du bist zurück. Ich habe aber den Eindruck, dass du gleich wieder los willst. Ja, irgendwie schon. So. Was haben wir denn für schöne Fotos? Ich will mal gucken. Das ist ein gutes Bild von Hoplo? Ernsthaft? Das ist laut der KI das beste Bild? Okay. Na gut. Wenn das Spiel das sagt, dann nehmen wir das. Ja, das sage ich hier. Der Popo-Simulator. Das Pokémon ist schön von hinten zu sehen. Deswegen sagt das Spiel, wir nehmen das. Tangolos. Oh, nicht wie es. Oh, es ist so süß. Da ist es was. Oh nein, nein, da wird es wieder so nehmen. Oh, das sieht glücklich aus. Nam, nam, nam. Der ist, glaube ich, gerade was. Der ist glücklich, das Pinsir. Raupi
nichts so Besonderes gemacht. Es tut mir leid, Raupi. Da kommt noch was Besseres. So, Chillterra. Das ist das beste Bild von Chillterra angeblich. Was? Oh nein, der hat Speed. Oh, das ist auch, das ist süß. Okay, dann nehmen wir das Kristallblume. Pichu. Oh, ist so süß. I love it. Oh, aber nicht das hier. Warum das? Das ist Neo. Mittiger. Na gut. Kramox. Ey, steht die da hinten? Ah, von denen haben wir noch keine, ne? Von denen hier haben wir schon welche. Die ist mich anfaucht. Na gut. Taubers. Ganz normal. Gut. Svarones, wir sind in der Ferne. Davon fliegt. Leuchtend haben wir auch noch nicht. Wir haben kein Bild von Chimpep. Wir haben Chimpep nicht erwischt. Doch, nee, das ist noch ein Pichu-Bild angeblich. Das gilt nicht als Chimpep. Oh, wie gemein. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen. Ich muss das nächste Mal auf jeden Fall drauf achten. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. So, das ist ein Hoplo. Da haben wir kein Vergleichsbild. Ja, muss noch besser werden, das weiß ich. Bisofang von hinten. Nee, das schlafende Bisofang ist einfach nice. Oh, was macht... Ah, die Blickrichtung ist nicht so gut, das weiß ich. Als nächstes hätten wir Pinsir. Es frisst gerade. Ja, das mag er ganz gerne. Also, Mirror, wenn das Tier frisst. Ich bin nicht ganz mittig, ne? Was steht denn eigentlich hier hinter meinem Nischel? Ist da irgendwas Wichtiges? Wait for it. Einfach nur, dass ein Raupi ist. Ich gehe mal hier oben in die Ecke. Ich muss hier mal umziehen. Ich mache die Facecam in Zukunft aus. Hier weiß ich gar nicht, ob das Raupi besser oder schlechter ist. Ich glaube, es ist ungefähr gleich. Hm. Nice Timing? Ich habe keine Ahnung, was er da für ein Bild gewählt hat, aber okay. Oh, es fliegt gerade. Nicht schlecht. Hä, ich hab da schon ein fliegendes Foto von Svarones. Oh, ist das nochmal extra fliegend? Leuchtend fliegend? Nachts fliegend? Bestes Timing. Na, geht so. Na, das ist aber interessant. Na, so interessant ist es nicht. Oh, Pichu, das bringt mehr Punkte. Oh, es ist fast perfekt. Krass. Na, hier mal sehen. Oh. Größe und Blickrichtung ist perfekt. Finde ich auch. Gefällt mir. So. Die Kristallblume habe ich nicht fotografiert vorher. So. Das reicht dann aber auch erstmal vorerst. So, bis zum nächsten Level noch 3000. Ah, das kriegen wir hin. Zack. Levelaufstieg. So, deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Yay, du hast eine Florero-Kristallblume im Fotodex registriert. Und irgendwie so. Gucken wir mal ins Album. Haben wir hier irgendwas? Ach ja, stimmt. Ich habe hier noch ein paar. Die Schlafbilder fand ich so cute. Oh, das finde ich so süß. Oh, das ist schon schön. So, ich glaube, es reicht aber für heute. Wir werden jetzt... Ich glaube... Bin ich schon nicht aufgelevelt genug? Der Orsch? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, jedenfalls. Werde ich das erstmal für heute beenden, das Let's Play? Geht schon lang genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Oh, was ist hinter dir? Ach nee, da drüben. Ah, oh, eine neue Sequenz. Die gucken wir uns aber erst das nächste Mal an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Okay, wir gucken sie uns auch jetzt schon an. Es ist Todd. Ja, Hase. Hallo Professor, lange nicht gesehen. It's Todd. Den kennen wir ja vielleicht aus dem ersten Spiel, also einige von euch vielleicht. So, das ist Todd. Hallo Todd. Jetzt haben wir vorher Todd kennengelernt. Hallo Todd. Ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann heißt die Minutes Play, the new Pokémon Snap. Bye.